Hallo, ich bin Tom Schrade, Künstler aus Nürnberg und habe mein Atelier in Gostenhof. Der Beruf Maler zu werden ist vielleicht das falsche Wort, vielleicht eher der Begriff Berufung. Also man hat einfach den Drang, sich künstlerisch auszudrücken, und bei mir ist es eben die Drip-Technik. Also wenn ich jetzt vor der leeren Leinwand stehe, ist immer die Idee vorher ganz entscheidend, weil wenn ich einfach anfangen würde, dann würde nur Chaos entstehen, und mit Chaos kann man nicht arbeiten. Das Bild fängt immer mit Schwarz an. Man arbeitet von dunkel nach hell, also erst schwarz, dann kommt weiß drüber und dann ein bisschen rot. Also ich habe eine Idee im Kopf, wie ein Bild aussehen kann. Da muss man sich einfach immer an die Grundregeln halten. Es geht immer um Bildschwerpunkt, Bildmittelpunkt und den Spannungsbogen und Geschwindigkeit und Langsamkeit. Das muss alles in ein Bild rein, damit es gut aussieht. Es ist schwierig, in Nürnberg seine Kunst zu verkaufen. Ein Bekannter von mir hat mir gesagt, wenn man es in Nürnberg schafft, schafft man es überall. Also vor der Kunst kann ich nicht leben. Es ist ein ganz guter Nebenverdienst. Also Fotografie ist immer noch der Hauptberuf. Und dann brauche ich die Kunst auch. Ist für mich ein Ausgleich zur Fotografie, weil bei der Fotografie arbeite ich gegenständlich. Und bei der Kunst eben surreal. Wenn jetzt Freunde zu mir sagen, ja, und du kannst auch zufrieden sein und du verkaufst ja was. Ich bin jetzt kein Hobbymaler mehr. Wenn man, sag ich mal, kurz vor dem Sprung ist, dann hat man auch mehr Ehrgeiz und dann will man auch mehr erreichen. Da ich mir vorher schon überlegt habe, was oben und unten ist, stellt sich die Frage jetzt nicht mehr. Und dann bekommt es einen Test, ob es auch so wirkt, wie es soll. Im Normalfall lasse ich das Bild dann 3 Wochen hängen. Und wenn es mir nach 3 Wochen noch gefällt, dann kommt es in den Verkauf. Ansonsten wird es zerstört und nicht mal ein neues Bild. Bis jetzt ist es gut. Bis jetzt ist das Bild gut. Also warum das Bild jetzt gelungen ist, das zu beschreiben. Also ein Bild muss ja irgendwie mehrere Faktoren haben. Also die Bildspannung, Bildaufbau, das ist halt wichtig. Es muss eine Geschichte erzählen. Wie hier zum Beispiel, da trudelt es hier so langsam rein. Und hier zum Beispiel entsteht halt so die Geschwindigkeit so rüber. Und hier geht es wieder ein bisschen langsam weiter. Und dann habe ich 2 so Knotenpunkte, einmal hier und einmal hier. Und was ist interessant ist, dass zum eben alles für sich so alleine steht, aber dann insgesamt im Bild dann wieder ein Ganzes ergibt. Eben Geschwindigkeit, Langsamkeit, und das ist genau das, was es so spannend macht. Und deswegen bin ich jetzt auch mit dem Bild so zufrieden.